Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Massey Ferguson vorstellen, den 285S und den 4x4. Wir fangen mit den normalen an für 38.000 Euro in der Anschaffung und Leasing 1938. 40 km/h soll das schnell sein, 80 Liter Tankvolumen, 85 PS hat er und das entsprechende hier 63 kW. Ich finde, der sieht so hier sehr schick ausgemacht auf den ersten Blick. Und wir haben hier, also Konfiguration, haben wir hier vorne für 150 Euro 54 Kilo Frontgewicht, für 300 Euro haben wir 108 Kilo Frontgewicht, für 450 Euro haben wir 162 Kilo Frontgewicht. Und dann haben wir wieder hier Standard. Dann haben wir hier Design, haben wir hier eine Haube drauf mit einer Rundumleuchte für 1700 Euro. Dann haben wir hier Pflegebereifung für 1000 Euro oder hier Standard. Ich habe ihn schon einmal gekauft, schauen wir uns dann nachher gemeinsam an. Dann haben wir hier den 4x4, der kostet 47.000 Euro, 2.397 Leasing. Ich finde, der sieht auch sehr schick aus. Er hat hier ein bisschen mehr, wie du hier machen kannst. Also 40 km/h soll das schnell sein. Und wir haben einen größeren Tankvolumen schon mal bei diesen für 110 Liter Diesel, dann 90 PS und 66 kW. Dann haben wir hier zum Optimieren. Haben wir hier für 150 Euro 54 Kilo Frontgewicht, für 300 Euro haben wir 108 Kilo Frontgewicht und für 450 haben wir 162 Kilo Frontgewicht. Dann haben wir für 600 Euro, das ist ein bisschen mehr als beim vorigen Modell, haben wir 216 Kilo Frontgewicht und dann wieder Standard. Dann haben wir den Reifenhersteller, also haben wir Drenneborg und dann Reifenvariante, da haben wir hier Breitreifen für 1200 Euro. Oder wieder Standard, dann haben wir hier Michelin-Bereifung und da haben wir nur hier den Standard für 1000 Euro Aufpreis. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit für 600 Euro Schmutzfänger zu montieren oder hier die Haube zu montieren mit der Rundumleuchte für 1700 Euro oder das Ganze zusammen mit den Schmutzfänger und der Haube mit der Rundumleuchte für 2300 Euro und dann wieder Standard. Ich denke mal, wir kaufen ihn mal so. Und schauen uns das Modell auch gleich mal hier so an. Ups, das war einmal zu viel des Guten. So, jetzt sind wir eingestiegen. Wie ich habe mir schon gesagt, ich habe ihn schon mal gekauft. Habe ich hier mit der Pflegebereifung mal genommen. Ups, das Lenkrad soll ich einschalten. Das geht zu leicht. So. Dann haben wir hier mal den zurück. Ups, das war ein bisschen zu viel des Guten. Zu früh eingeschlagen. Bremslicht, wie wir ja sehen, funktioniert auch. So, schauen wir mal hier. Senkt mal das Ganze. Wie wir ja sehen, passt hier alles. So, dann fahren wir mal vor und tun wir mal einfach den mal probieren. Ich weiß, das ist ein bisschen unrealistisch. Aber wir wollen ja das mal ausprobieren. Der geht hier unten rein. Zapfwelle auch ran. Dynamische Schläuche, wie man sehen, hat er auch. So, dann fahren wir mal so vor. Und dann schieben wir mal den Popo zurück. Dann haben wir hier unseren HW80. Wie man sehen. Die Anschlüsse hier passen auch. So. Gehen wir mal Gummi. 43 km/h soll er machen. Rundumleuchte auch gleich mal an. Bremsen geht hier. Ja, der Sitz, ja, passt eigentlich ganz gut. Schauen wir mal in die Innensicht mal rein. Gaspedal. Bremse. Tacho hier funktioniert auch. Vorne macht er halt andere Reifenspuren, wie wir sehen. Er macht nicht die Spuren, was er jetzt machen soll. Hinten, das passt ganz gut. So. Upsa. Fahren wir mal vorne gleich mal drüber. Schauen wir mal gleich mal hier. Ah, Motor, wie man sehen, den Lüfter ist animiert. Dann schauen wir uns hier vorne gleich mal hier die Achse an, dann runterfahren. So, fahren wir ganz langsam. Da sehen wir hier, die Achse hat gut gespielt.
Rückwärtsfahrt auf 15 km/h. So, jetzt fahren wir mal vor und testen noch vorne den Attacher, falls da einer ist. Glitchhupe hat er. So, schauen wir mal, wie wir ja sehen, Attacher funktioniert. Schauen wir mal gleich mal hier die Lampen mal. Da haben wir hier vorne einen Schein. Dann schauen wir mal gleich einen Blinker. Ja, funktioniert. Dann das normale Licht. Hinten hier mit Numbet 6. Scheint aber, haben wir hier vorne auch einen Schein. Das sollte von die Kotflügel sein. So, dann schauen wir gleich hier in den anderen rein. Starten mal den. Da haben wir jetzt hier den. Da passen bei denen ja passen die Reifenspuren. Da haben sie das übernommen von denen für das eine Modell. Schon irgendwie schade. Man hätte da schon drauf achten können. Sehen wir hier, Attacher, das hier passt. Geht auch hinten gut runter. So, testen wir jetzt hier den genauso noch. Ups, das war ein bisschen zu viel des Guten. So, ran. Sehen wir hier, passt genauso. Eins, ja, wir haben jetzt hier die Kardanwelle so her. Man sieht halt leider hier kein Gelenk hier in Arbeit, das ist schade. Die Welle ist zwar da, aber man sieht leider nichts. Ob da irgendwie was animiert ist, weil das alles schön versteckt drin ist. Das ist irgendwie schade. Ich finde das irgendwie geil, wenn da irgendwas was dreht und so. Nämlich hier, Attacher passt hier genauso. Und dann drehen wir den jetzt mal ein bisschen. Vorne mal ranbeißen. So, 43 km/h, Quietschehupe und Umleuchte. Innenansicht, sehen wir hier Taro, das hier ist animiert. Schalten wir mal gleich aus, da sehen wir hier die Zeige geht noch runter. So, fahren wir mal vor. Und dann machen wir jetzt bei diesem Modell natürlich, wo wir keine so Fremdeinwirkung haben, unser Lichttest. So, jetzt sind wir jetzt da. Dann schauen wir jetzt auch noch den schon von außen an. Also texturmäßig finde ich hier, der ist sehr gut hier. Muss man wirklich sagen. Also mir gefällt da so von der Textur. Da haben wir hier sogar an der Seite hier das Typenschild dran. Passt ganz gut. Schauen wir uns mal gleich noch hier, wenn wir schon dabei sind, hier die Lok an. Also Fehler haben wir jetzt hier drin keinen, wie wir ja sehen. Fehlerfrei. Schon mal. So, dann gehen wir jetzt dann mal hier hin und schauen uns den natürlich in Dunkel natürlich an. So. Motor starten. Ja, wir wissen es Bescheid. Wir starten jetzt den Motor. Da haben wir sogar die Ladekontrolle von der Batterie da. Echt nice. Rundumleuchte leuchtet auch noch. Blinker. Blinker. Dann das normale Licht. Und vorne sieht sogar zwei Kegel. Nun mit 6 sieht man hier hinten. Und die gehen hier vorne auch noch an. Finde ich irgendwie schade, dass du den jetzt separat schalten kannst. Das finde ich wirklich schade. Gehen wir nochmal in die Innensicht rein. Schauen wir hier. Sieht man hier die Reflexion auf dem Kotflügel. Aber leider halt
Keine Kontrolllampe dafür extra, das finde ich irgendwie schade, aber kann man nichts machen. Vielleicht kommt es ja noch, wir können es ja mal hoffen. In ein Update ist ja noch keine hohe V-Zahl, also denke mal, kann sie was kommen mit Frontlader oder so. Ich würde es echt cool finden, wenn der natürlich weitergearbeitet werden würde. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.